Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Wenn du in-game sagst, ey, yo, buddy, when is the maintenance? Und er sagte, yay, oh, it's 12 o'clock, man. Und du so, hä, was? Ich dachte um 9 o'clock, man. Und er so, nein, um 12. Frag mal deinen Buddy, hey, bei mir ist sie um 7. Hey, was, hä, was, hä, was, hä? Ich bin nicht der Einzige. Der Sonntagabend-Blues. Das ging ultra schnell. Aber. Wuhu, morgen darf ich endlich wieder arbeiten. Okay, Atom hat ihn offensichtlich nicht. Alle außer Atom. Die haben ja auch eine andere Uhrzeit. Ja, aber genau das ist doch der Punkt. Wenn du in-game sagst, ey, yo, buddy, when is the maintenance? Und er sagte, yay, oh, it's 12 o'clock, man. Und du so, hä, was? Ich dachte um 9 o'clock, man. Und er so, nein, um 12. Frag mal deinen Buddy, hey, bei mir ist sie um 7. Hey, was, hä, was, hä, was, hä? Das ist einfach nur dämlich. Ist das nicht ein bisschen E-Sportler? Ups. Ich hasse diese Quest, die hätte niemals annehmen dürfen. Ups. Bam. Glaubst du auch, dass sie steigen, wenn alle ihre neuen Sets uppen wollen? Na, ja, weiß nicht. Ein bisschen bestimmt, aber sie sind ja... Oder wie viel kosten denn Arons aktuell? Letztens meinten ja alle, dass die ganzen Materialien weniger wert sind oder immer weniger wert werden. Was hat er auf Stunde 4 gelevelt? Dann wolltet ihr einen Spawn klauen, indem er mich während dem AOE angegriffen hat. Ja, PK-System ist ultra trash. Wenn er dich zum Beispiel sneaken würde oder so, würdest du sterben und er würde keinen Karma dafür kriegen. Das ist so schlecht. Also du kannst Leute quasi indirekt töten und kriegst dafür keine Strafe. Was das ganze PK-System quasi nutzlos macht.